Wir sitzen eigentlich perfekt. Langes Haar, mittellanges Haar. Kein Haar. Kurzes Haar. Kannst du auch schon nicht mehr kurz sagen. Sehr kurz. Ja. Von der Gesichtsbehaarung wird es auch genau andersrum, ja? Ich bin immer nur mittelmaß. Ja. Scheiße. Obwohl, du hast den meisten Bart. Nein, nein, hast du nicht. Du bist kaum. Ja. Ja, beginnen wir, oder? Ja, wir sind schon mit dabei. Ist schon alles am... Über welchen Film reden wir jetzt? Den, den wir zuletzt gesehen haben. Ah, Lord of the Dead. Ja. Na? Stelle ich mich erstmal vor. Ich bin hier quasi jetzt komplett neu in dieser Runde. Wir sind heute ein Triumvirat quasi und tauchen dann gemeinsam hinter den Horizont des guten Geschmacks. Bin der Paul und meines Zeichens professionell Videospielabhängiger und Filmenthusiast. Bin quasi mehr oder minder erst seit einem Jahr im B-Movie-Genre angekommen, also im richtigen B-Movie-Genre. Transformers kann man ja zwar auch nicht gut als gute Filme bezeichnen, also ich habe einen hohen Produktionsaufwand, aber ist kein guter Film, aber B-Movies an sich oder XYZ-Movies, die also richtig schön schlechte Filme sind, bin ich halt durch den guten Hans seit einem Jahr dabei. Und das hat sich dann irgendwann so herauskristallisiert, dass man sich halt immer am Ende des Monats getroffen hat, um sich halt gemeinsam B-Movies anzugucken. Vornehmlich im Zombie-Genre, sind aber mittlerweile auch schon auf andere Genres ausgewichen, wie Science-Fiction und Creature-Horror. Weil die Filme langsam ausgehen tun sie eigentlich wirklich, weil es kommt immer wieder was nach. Aber langsam werden sie irgendwo auch so miserabel, dass sie einfach auch langweilig sind und keinen Unterhaltungswert haben. In dem Sinne, dass man sich ja halt gut darüber echauffieren und mockieren kann. Deswegen bin ich heute einfach mal dazugestoßen, weil ich seit Anfang an, seitdem wir diese Abende machen, seit einem Jahr schon da ein fester Bestandteil bin. Und ja, bin dann heute einfach mal dazugekommen, um das Ganze so ein bisschen zu unterstützen. Werde vielleicht nicht immer dabei sein, ab und zu. Aber denke ich definitiv schon ganz gerne. Und besonders halt, wenn man sich halt Filme gemeinsam ansieht, wie wir es jetzt gerade davor getan haben, in einem neuen Film, den wir alle noch nicht gesehen haben. Ja, und dementsprechend werde ich das Ganze jetzt heute einfach mal unterstützen. Ja, also nochmal hallo von meiner Seite. Auch von mir. Wir dürfen auch endlich mal zu Wort kommen. Ja. Ja, wir hatten uns heute direkt auch einen neuen Film reingezogen, und zwar Goal of the Dead. Ja. Ja, war gut. Also ich fand den eine französische Produktion. Ja, das war nicht so übersehen. Mhm. Da waren sehr viele Sachen drin, die direkt darauf hinweisen, dass Frankreich. Mal davon ab, dass es etwa 200 Mal erwähnt wird. Olympique. Ja, Olympique Paris. Ja. Aber der Film selber war sehr... es hat eine Weile gebraucht, bis er reingekommen ist in die Story. Erstmal musste er auch erst der Plot. Er hat erstmal eine gewisse Expositionszeit gehabt. Also er ist nicht direkt reingesprungen, mit sich erstmal. Es hat sich langsam entwickelt und genau, dann wurde erstmal die Fahrt aufgenommen. Die Charaktere wurden erstmal etabliert und vorgestellt und die Hintergrundgeschichte genau ausgeleuchtet dieser Fußballmannschaft und ja, warum die jetzt dort spielen und was das eigentlich auf sich hat mit dem eigentlich im Hauptcharakter, dass er wieder dieser Manuel Neuer-Effekt war, quasi, als er dann wegging von Schalke und dann dort quasi gebrandmarkt ist. Und genauso war das halt auch bei ihm. Und das wurde halt erstmal genau eingeführt und 17 Jahre her, seit einem gewissen Vorfall. Man hat den Aufstieg, wie man aus der Geschichte erfährt, verspielt und er ist dann nach Paris gewechselt. Richtig. Sein bester Freund ist in dem Verein zurückgeblieben. Genau. Und den hat er mal eben 17 Jahre. Hat sich da auch nicht mehr wirklich gemeldet, ist auch nicht mehr wirklich vorstellig geworden. Und dementsprechend war da auch so ein gewisser Hass auf ihn halt etabliert. Aber dass die Franzosen da 17 Jahre nachhängen und denen da Hassparolen nachsingen, 17 Jahre lang. Ja.
Gut, Fußball ist halt eine emotionale Angelegenheit für viele Menschen. Und ich meine, in allen Dingen, wo man Leidenschaft rein entwickelt, kann das auch teilweise einfach sein, dass man das so ein bisschen überstrapaziert. Ich meine, es geht jedem irgendwo so, wofür er Leidenschaft hat. Von daher war das auf jeden Fall ein wichtiger Teil der Geschichte. Und ja, hatte am Anfang, ehrlich gesagt, also ich persönlich hatte nicht viel von dem Film erwartet. Ich habe, weiß ich nicht, war jetzt auch nicht ganz so enthusiastisch dabei. Ja, Fußball mit Zombies kann cool sein, aber eher gedacht wieder, ja, das ist wieder so dieser typische... Die Geschichte hat überrascht. Aber er hat mich echt positiv überrascht, der Film. Also ich war auch vor allen Dingen, der Produktionsaufwand war recht hochwertig, weil er hatte auch teilweise sehr gute Effekte da drin. Also gerade diese Make-up-Effekte, wenn halt... Die zombifiziert wurden, ja, das Aufbrechen der Haut und auch die Gesichter an sich, die Fratzen, es war sehr gut gestaltet. Also es, und auch es gab auch gewisse diese Slow-Motion-Effekte, gerade wenn diese Bullet-Time, wenn man die Projektile... Ja, wobei, das kam einem dann tatsächlich schon so vor, als ob das in einem Moment, oh ja, das könnte man noch rein, und dann noch mal. Effekt ist gut, machen wir direkt noch mal. Da war das halt schon ein bisschen übertrieben. Es war so ähnlich wie bei Dread, wo es aber der Geschichte auch geschuldet war, durch diese Droge-Slow-Mo und das sehr gut umgesetzt war. Aber das kam dem recht relativ nah. Also es war einfach sehr gut dargestellt. Es wirkte nicht absolut billig. Also es wirkte schon handwerklich, dass Leute dahinter saßen, die da durchaus Ahnung von hatten. Da kommen wir nochmal zu den Schauspielern. Die Schauspieler fand ich auch gut. Schauspieler waren auch gut. Also es gab nicht wirklich irgendwo einen Schauspieler, der, wo man jetzt sagt, boah, der ist richtig grottig, ist so ein Aushilfspantomime-Darsteller. Ne, irgendwo, weiß ich nicht, aufgegriffen. Die kamen sehr natürlich rüber. Die kamen sehr natürlich rüber und ich denke, die hatten auch Spaß an der Sache. Also für mich persönlich. Er hatte halt am Anfang so seine Downside, fand ich. Ne? Also, wenn man sich auf einen Zombie-Film einlässt, fragt man sich, okay, und wann geht es hier? Ja, los? Richtig. Ja, gut, aber man auch, welche Ansprüche man an den Film stellt. Also, das tut man ja am Zombie-Film heutzutage also, nicht mehr so hoch. Ja, wenn man halt so einen gewissen Action-Fokus hat oder es halt recht schnell losgehen soll, ja gut, dann hat er natürlich seine Anlaufzeit gebraucht, aber ich persönlich fand die jetzt nicht wirklich schlimm. Also, er passte ja zum Film, wobei ich in der Mitte des Films auch mal meinte, der Film hält sich für mehr, als er wirklich ist. Als dann diese Rückblende kam in die Vergangenheit, wo halt die beiden noch jung, sehr, sehr jung sind, ein Teenager sind und dieses Art, was dann dieses Arthouse-Film-mäßig, also es hatte mich ja ein klein wenig diesen Grindhouse-Effekt gehabt, aus den 70er, 80er Jahren, der ja zum Beispiel diesen Revival hatte mit Robert Rodriguez, wo diese ganzen grisseligen Kameraeinstellungen waren. Das hatte so ein bisschen diese alte Retro-Stil. Ja, genau. Diese Krise. Genau. Ja, da hatte ich halt kurz drüber nachgedacht. Ne? So einen Film könnte man auch erwarten. Vor allen Dingen fing auch wieder an, diese Credits einzublenden, diese Namen. Ja. Und da frage ich mich, waren Film überhaupt im Film oder waren die jetzt im Film oder waren das die Darsteller, die da in der Szene zu sehen sind? Hat er die dort nur nochmal sozusagen betitelt, die neuen Darsteller, die da als junge Darsteller drin sind? Oder ja, nicht? Richtig. Ich denke, weil es kam ja dann auch nochmal Goal of the Dead. Dieser Title-Screen, also diese große Einspielung des Haupttitels. Ich denke mal, da wurden die Darsteller quasi, die dann dort diese junge Version gespielt haben, dann auch nochmal in den Credits, also quasi nochmal mit so einem kleinen Titel belohnt. Ne? Wie man das auch auf jeden Fall für alle, die mal einen Film sehen wollen, der mal ein bisschen heraussticht. Positiv. Ja, genau. Also lohnt sich in meinen Augen schon, sich den anzusehen. Ist vielleicht von der Story her, also wie die Geschichte verläuft, teilweise sehr vorhersehbar in gewissen Dingen. Und vielleicht wird am Ende, hatte ich ein bisschen Angst, dass so ein bisschen auf dieser Art finalen Szene so ein bisschen auf diese Tränendrüse gedrückt wird, was aber sehr schnell schön unterbrochen wird. Aber mich hat er positiv überrascht und würde sagen, ist auf jeden Fall ein Film, den man sich ansehen kann. Ja. Ja. Ja, also so. Wir zeigen jetzt... Ich bin nur ein Statist. Wir zeigen am besten jetzt kurz mal den Trailer. Ja. Dann können sich die Leute mal kurz noch einen Einblick machen. Aber wir zeigen nicht zu viel davon, weil ich finde... Schon genug gespoilert.
Es geht ja nicht um die erste Liga, sondern um den Pokal. Und da spielen sie heute gegen die Amateure aus Cap-Langer. Die beiden Vereine sind seit 17 Jahren nicht aufeinander getroffen. Und damals, wer war da der Star von Cap-Langer? Samuel Lory. Hau ab, Verräter! Verschwinde! Sieh her, das würde ich mit seiner Fresse machen. Komm nur her, Lory. Heute Abend brauchen wir uns keine Sorgen, um sie zu machen. Gut, jetzt wollen wir uns mal konzentrieren. Für die ist das das Spiel ihres Lebens. Was ich sehen will, ist wie immer Action. Du weißt, dass du hier nicht auf deinen eigenen Beinen rausgehen willst. Umbring, Lory! Da draußen geht etwas vor sich. Eine Art Aufstand. Da hinten brennen sogar ein paar Autos. Ist doch kein Wunder bei dem Schiedsrichter. Was ist hier bloß los? Verdammt, Coach, was soll das? Wir haben denen doch gar nichts getan. Ist doch nur Fußball. Verdammte Scheiße. Los. Was wir jetzt brauchen, ist der Glaube an unsere Stärke. Wir haben zu hart trainiert, um jetzt hier zu verlieren. Unsere ganzen Bemühungen werden sich auszahlen. Wir werden nicht nachgeben. Keinen Schritt. Zusammen werden wir es schaffen. Das könnt ihr glauben. Verdammt, das tut doch weh! Und darum geht es im Fußball. Das ist das Leben. Das ist Fußball. Und Zusammenhalt. Gut geht, also wir haben jetzt nicht gespoilert. Aber nö. Es gab auch keine echt schlimmen oder negativen Momente, die wir jetzt aufzählen können, oder Filmfehler oder sonst irgendwas. Da ist jetzt nichts, was total unrealistisch rüberkam. Ja gut, über Realismus in Zombie- und in Actionfilmen kann man sich sowieso immer streiten. Aber es ist halt nicht wirklich ein großer Faktor drin, wo man sich richtig an den Kopf fasst und sagt so, boah, ist das böse. Es war halt wieder auch, dass die Zombies sich diesmal nicht durchbeißen oder sonstiges. Ja, richtig, es war nicht so diese, ja, vor allen Dingen die, es war auch teilweise sehr herrlich übertrieben, vor allen Dingen diese gegenseitige, weil das hat sich ja über Speichel, über Ankotzen, und dann diese Szene, wo die Leute sich gegenseitig, also ich kotze im Strahl, findet da eine ganz neue Bedeutung, und die Leute sind sich wirklich wild am Anbrechen, wie die Wahnsinn, also man denkt dann zwischenzeitlich, man ist in einem japanischen Fetischfilm drin, besonders das sich küssende Ehepaar, was sich dann gegenseitig in den Mund bricht, in diesen übertriebenen Strählen, super genial. Lustig war auch die Szene mit dem Elektriker, ne? Ja, die war auch gut gemacht. Ja, war auch lustig, wo er ihn mal den Strafstoß verwandelt. Richtig. Vor allen Dingen auch die, was noch lobenswert zu erwähnen ist, also was ich persönlich jedenfalls recht cool umgesetzt fand, war die Szene am Ende im Stadion, wo sie dann, wo er wirklich diese Horden von Menschen auf dem Fußballfeld rumrennen und alles sehr dunkel ist und dann die Szenerie nur illuminiert wird von den Leuchtfackeln, die beiden Spieler tragen, also die beiden, also der Protagonist und auch noch einer seiner Mitspieler, mit dem er vorher halt so ein paar Probleme hatte, die ja das erste Mal wirklich so richtig zusammenarbeiten und dann halt den Ball durch diese Horden durchdribbeln und dann perfektes Zusammenspiel. Genau, perfektes Zusammenspiel. Das war auch von der Kameraarbeit, das war einfach auch gut eingefangen und auch ja, einfach gut umgesetzt, auch von der Bildkomposition her. Also es sah einfach gut aus. Der Film war handwerklich gesehen. Also es wird aber auch sehr künstlerisch dargestellt. War einfach gut umgesetzt. Die Franzosen aber auch. Ja, visuell war es echt sehr, sehr ansprechend. Mhm. Ja, also sowas haben die einfach auch drauf. Kunstfilm. Ja. Das ist also ein Zombie-Kunstfilm. Naja. So weit würde ich jetzt nicht gehen, aber ist auf jeden Fall handwerklich, sehr gut gemacht, wenn man sich da andere Machwerke ansieht, wo man dann echt denkt, so hätten wir auch vielleicht drehen können. Wenn wir dann so den italienischen Zombie-Film vergleichen, die ja mehr so... Von Lucio Fulci, diese ganz alten, diese Exploitation-Filme, ganz stark. Ja, klar. Okay, vergleichen wir es nicht mit denen, aber vielleicht mit... aktuellen oder so, aber die sind da auch sehr wo man dann halt auch immer dieses, weil da waren auch recht viel praktische Effekte drin, es war sehr wenig auch CGI drin, so, also dieses billiges, sehr billiges CGI, wo man dann wirklich so, ja,
wo dann wirklich diese Sorge, wo man dann wirklich denkt so, boah, pass auf, ich werde da eine Autofahrszene draus machen. Ja, ich weiß, deswegen habe ich das ja extra gemacht. Ja. Ich krieg dann das Schild in der Hand gedrückt, Statist. Aber gut, ja, den wären wir eigentlich so weit am Ende. Wir wollen jetzt auch die Geduld nicht zu weit überstrapazieren. Über gute Filme kann man nicht viel sagen, außer schaut ihn euch an. Ja, es lohnt sich. Ist auch, also in meinen Augen empfehlenswert, sich den. Also wenn man Zombie-Filme durchaus mag und sagen wir mal die eher Story ist etwas miserablere Kost gewohnt ist, dann ist das doch ein Vertreter, der sich durchaus aus der breiten Masse abhebt und den man durchaus genießen kann. Allein vom Storyverlauf, ja. Ja. Das ist sehr schön erzählt. Ja. Ja. Und wir haben uns auch nicht gelangweilt während des Films. Nein, wir haben uns kaputt gelacht. Ja, in gewissen Szenen war, wenn man, war es durchaus sehr amüsant. Also, dann sag ich mal, ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.